Farbiges Glas hat mich schon immer fasziniert. Es ist einfach ein sehr schönes Material. Leider ist es nicht so ganz so leicht zu verarbeiten. Anders als Holz verzeiht es Fehler nur schlecht. Und das Glasblasen kann ich mangels der richtigen Öfen und wegen der Brandgefahr nicht so ohne weiteres in der eigenen Werkstatt improvisieren. Aber eine farbige Bleiverglasung, wie in einer gotischen Kathedrale, wäre doch auch schön, dachte ich mir und versprach spontan meiner Frau, ihr ein solches fürs Wohnzimmer zu machen. Vielleicht etwas voreilig, denn das Ganze war schwieriger als gedacht. Die mittelalterliche Kunst im Ergebnis zu studieren, war dabei noch das Einfachste. Bei uns ganz in der Nähe steht das Ulmer Münster, eine der schönsten gotischen Kathedralen in Deutschland. Im Inneren wirkt das farbige Licht der Fenster an sonnigen Tagen besonders schön. Doch die wenigsten Fenster hier haben den Zweiten Weltkrieg überdauert. Es war ohnehin ein Wunder, dass das Münster nur stellenweise von Bomben getroffen wurde und nicht einstürzte. Die Fenster im südlichen Seitenschiff hier sind also modern, lehnen sich aber teils an die Gestaltung der mittelalterlichen Fenster an. Teils aber auch bewusst nicht. Hier im Chor befinden sich mittelalterliche Fenster. Sie haben überlebt, weil sie im Krieg ausgebaut gewesen waren. Von hier führt ein kleiner Durchgang in die Privatkapelle der alten Ulmer Patrizierfamilie Besserer. Hier sind mit die bedeutendsten mittelalterlichen Glasfenster im süddeutschen Raum zu finden. Schon als Kind mochte ich diese Darstellung der Arche Noah besonders. Und die Heilige Familie hier. Die Gläser sind durch sogenannte Bleiruten eingefasst. Dabei ging es darum, Gläser unterschiedlicher Grundfarbe zu kombinieren, aber auch darum, überhaupt größere Glasflächen schaffen zu können. Im Mittelalter konnten Glasscheiben nämlich nur durch Aufschneiden mundgeblasener Glaszylinder hergestellt werden, was deren Größe stark begrenzte. Die Bleiruten sind aber meist so geführt, dass sie auch gestalterische Funktionen übernehmen. In den Glasfeldern brachte man dann Bemalungen an, die die Motive genauer ausdifferenzierten. Jetzt ging es erst einmal darum, die richtigen Materialien und Werkzeuge aufzutreiben. Glas, Bleiruten, eine improvisierte Kröselzange, ein Glasschneider. Das schöne, typische Bleimesser hier ist ein Geschenk eines befreundeten Glasermeisters. Dann musste ein Entwurf gemacht werden. Ich wollte die schöne Ulmer Stadtansicht von der Donau aus darstellen, mit Ulmer Münster, Altstadt und einer auf der Donau fahrenden Ulmer Zille. Der erste Entwurf musste dann übersetzt werden in die Sprache von Glas- und Bleiruten. Da ist nicht jede Linie machbar und man muss auf eine sinnvolle Teilung achten. Nicht zu kleinteilig darf es sein. Und aus Stabilitätsgründen ist auch ein gewisser Verband wie bei Mauerwerk sinnvoll. Die Auswahl der Gläser fiel mir nicht leicht. Manches, was ich gekauft hatte, wirkte auf dem Entwurf anders, als ich es mir gedacht hatte oder passte schlecht zu den anderen Farben. Ich hatte in überschwänglicher Freude beim Glaskauf auch sehr unterschiedliche Oberflächenstrukturen, von glatt bis stark strukturiert, erwischt und musste hier nun eine einigermaßen harmonische Auswahl treffen. Als Arbeitsplatte ist es sinnvoll, nicht direkt den Tisch zu nehmen, sondern ein Brett aufzulegen. Auf dieses habe ich zwei genau rechtwinklig stehende Randleisten aufgeschraubt, um einen sauberen Anschlag für zwei Seiten des Fensters zu haben. Für die Übertragung des Entwurfs auf die Glaszuschnitte dachte ich erst, ich könnte einfach den Entwurf drunter liegen lassen und die Linien auf die draufgelegten Glasscheiben übertragen. Ich begann unten im Fenster mit den wunderschönen blauen Gläsern für die Donau. Nach dem Zuschneiden der ersten Glasstücke merkte ich aber schnell, dass das zu ungenau wird. Einer Linie freihändig mit dem Glasschneider exakt zu folgen, ist nicht ganz leicht. Anfangs habe ich versucht, die Schnittfehler im jeweils drüberliegenden Feld auszugleichen. Doch das wird auf Dauer ziemlich aufwendig. So habe ich den Entwurf auf dickeres Papier kopiert, die Glasteile durchnummeriert und dann einzeln ausgeschnitten. Wichtig war dabei, die schmalen Zwischenräume, die für die Kerne der Bleiruten nötig sind, wegzuschneiden. Ich habe einfach die Stärke des Filzstiftes als Maß für diese Zwischenräume genommen. Man kann dafür auch spezielle Scheren verwenden, die in einem Schnitt diesen Streifen heraustrennen. Mit diesen Schablonen war es viel leichter, die Glasteile richtig herauszuschneiden.
Tatsächlich geht es ganz gut, wenn man den Glasschneider mit etwas Gefühl an der Papierkante ansetzt und daran entlang führt. Die Bleiruten müssen an den Stoßpunkten ineinander gesetzt werden. Dazu muss das Blei an den durchlaufenden Profilen aufgeweitet werden, an den anstoßenden jedoch etwas gestaucht. Man macht das typischerweise mit dem Griff des Bleimessers. Das Haarprofil muss aber dann meist wieder etwas ausgeputzt werden, damit das Glas noch hineinpasst. Wenn das Blei in das andere Profil geschoben wurde, kann der Überstand am Glasrand abgeschnitten werden. Es wird dadurch auch schon gleich etwas gestaucht für die nächste Verbindung. Allerdings nicht an der Unterseite, da kann man aber mit untergelegtem Bleimesser mit dem Hammer nachhelfen. Mit kleinen Nägeln hält man die noch lose ineinander gesteckten Teile vorläufig an Ort und Stelle. Mit der Zeit hatte ich zum Glück etwas Übung in der Sache und das war auch nötig, als ich in den Bereich von Stadt und Münster kam, denn da wurde es deutlich schwieriger, die Bleiruten sauber zu führen. Hier gerade ist das Dach des Metzgerturms in Arbeit. Wenn die Schräglage hier auffällt, das soll so sein, denn dieser Turm der Stadtbefestigung steht tatsächlich schief. Bei Münster wollte ich eine andere Technik anwenden. Hier sollte dessen Farbe und Struktur allein von einer Bemalung dargestellt werden. Ich verwendete also Klarglas und malte mit Glasmalfarbe darauf. Zu detailliert durfte ich es nicht machen, sonst hätte es nicht zum Rest des Fensters gepasst. Echte Glasbemalung ist freilich nicht mit dieser Bastlerfarbe zu machen, sondern mit Farben, die bei hoher Temperatur eingebrannt werden. Dafür fehlte mir aber der richtige Ofen. Irgendwann war dann tatsächlich alles zusammengebaut. Die letzten Gläser im Bereich des Himmels waren großformatig und einfach zu setzen gewesen. Allerdings hatte ich sie oben um 5 mm kürzen müssen. Offenbar hatte ich bei der Arbeit in Aufwärtsrichtung mehr Zwischenräume gelassen als geplant. Dann kamen noch die abschließenden U-Profile drin. Die jetzt oben liegende Seite wird üblicherweise die Innenseite der Verglasung. Wenn alles passt, werden die Bleiruten zugestrichen, das heißt, ihre Flanken werden mit einem Holzstück auf das Glas heruntergedrückt. Danach werden alle Stoßpunkte der Ruten miteinander verlötet. Etwas Lötwasser muss natürlich drauf, sonst wird das nichts. Man muss Blei-Zinnlot mit 40% Zinn und 60% Blei nehmen, denn das hat den niedrigsten Schmelzpunkt und man will ja nicht die Bleiruten aufschmelzen. Als Lötkolben taugt ein Elektronik-Lötkolben freilich nicht, man braucht etwas Stärkeres. Ich habe mehrere historische Lötkolben herumliegen, die ich bisher nie verwendet hatte. Jetzt waren sie gerade richtig. Mit der Gasflamme aufgeheizt, speichert ein solcher massiver Lötkolben die Wärme durchaus eine Weile. Nun musste das Fenster umgedreht werden. Das geht am besten mit einem aufgelegten Brett, denn mit zwei Händen hochheben kann man das Fenster noch nicht. Ohne Lötpunkte auf der Außenseite ist es zu instabil. Daher nun als erstes die Verlötung auf der Außenseite. Das Fenster hat etwa 100 Lötpunkte und 54 Glasscheiben. Danach strich ich die Bleiruten noch nicht gleich zu, sondern strich Kitt in den Zwischenraum. Zuerst probierte ich es mit gebrauchsfertigem Kitt, doch der war zu zäh. Ich verdünnte ihn mit Leinöl, dann ließ er sich in die Fugen drücken. Das ging mit den Fingern schließlich besser als mit anderen Werkzeugen, die ich ausprobierte. Jetzt erst war die Arbeit des Zustreichens der Bleiruten dran. Am Ende hat man eine ordentliche Sauerei auf der Verglasung, die man irgendwie wieder herunterbekommen muss. Am einfachsten ist es, eine ordentliche Portion Sägespäne aufzustreuen und das Fenster Stück für Stück abzureiben.
Dabei reibt man auch gleichzeitig die Bleiruten schön einheitlich blank. Vor dem Einbau war dann noch ein wenig Holzarbeit nötig. Die vorgesehene Öffnung befindet sich zwischen dem Wohnzimmer und dem Treppenhaus. Dort waren noch ein Holzrahmen und eine Zierblende anzubringen. Die Verglasung war so bemessen, dass sie mit wenigen Millimetern Spielraum in einen umlaufenden Falz passte. Ein spannender Moment dann, der Einbau. Alles passte zum Glück genau. Genau, so kräftig jetzt einfach die Hand halten, wenn ich mache. Nicht ohne. Dann noch die Blendrahmen drauf und die Sache war fertig. Wenn die Verglasung nicht von der anderen Seite her beleuchtet ist, wirkt sie nicht allzu spektakulär. Wenn aber die Beleuchtungssituation stimmt, dann ist der Eindruck schon wirklich was Besonderes. Es war viel Arbeit, doch die hat Spaß gemacht. Und gelernt habe ich vor allem, dass diese Art des Glashandwerks wirklich langjährige Übung braucht, wenn man sie wirklich perfekt ausführen möchte.